Guten Abend, herzlich willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Marktaußenrückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Montag, den 1.9.2014, es ist 19.10 Uhr ganz genau. Es war keine Überraschung, dass sich die Kurse heute kaum bewegten. Es war ja, wie heute Morgen schon angekündigt, Tag der Arbeit, der nationale landesweite Feiertag in den USA. Feiertagsbedingt waren daher eben auch die US-Börsen geschlossen. Das letztendlich zeigte sich am DAX, am Euro kaum Volatilität, kaum Bewegung. Aber das ist letztendlich halb so wild. Denn in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass dann die Folgetage, an denen dann im Prinzip so gesehen die Liquidität nachströmt, in der Regel ein wenig stärker tendieren, weil man so gesehen dann eben nicht nur Samstag, Sonntag, sondern auch noch den Montag börslich aufarbeitet. In dem Fall bedeutet heute weniger Liquidität, in der Regel morgen dann etwas stärkere Bewegungen. Von daher, was haben wir heute gesehen? DAX 0,1%, Eurostoxx 0,2% im Gewinn, Dow Jones und Nasdaq hier wie gesagt unverändert, Gold leicht schwächer, der Euro blieb im Prinzip gleich bei 1,3130 US-Dollar pro Euro. Fangen wir beim DAX an. Da hatten wir heute Morgen vier Marken genannt. 9.281 als Short-Trigger, unterstützend nach unten hin nochmal die 9.366 als kurzfristiger Widerstand, die 9.514 und als Long-Trigger hier im übergeordneten Punkt 2 wäre dann hier die 9.600er Marke zu nennen. Das ist auch das 61.8er Retracement, an dem wir hier die Korrektur eingeleitet haben, die auf 9.366 ging. Also für den morgigen kurzfristigen Handel vermutlich die 9.514 im Fokus mit dann letztendlich Potenzial bis auf 9,6 erstmal im kurzfristigen Bereich. Korrektiver unter 9,366. S&P, wenn wir uns mal zu den amerikanischen Indizes anschauen, sind hier noch weiterhin völlig intakt im Aufwärtstrend, sehr weit in der Bewegung gelaufen und aktuell konsolidierend. Ich habe jetzt hier auf dem S&P 500 mal den Rainbow-Darstellung gewählt. Und alles in allem sind wir hier momentan seitwärts. Ich mache dazu mal das alte Template wieder dran. Sind wir hier aktuell an der H4 EMA 55. Kurzfristiges Momentum spricht eigentlich für einen Long-Ausbruch. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit aktuell dafür erhöht. Über 2006 Punkten hier der Long-Trigger. Sollte er jetzt in diesem Moment ausbrechen, Stop unter 1.997, eventuell 1.994 Punkte, aber weiterhin, wie gesagt, untergeordnet, konsolidierender Charakter, übergeordnet weiterhin Trend intakt. Und jetzt muss man natürlich aufpassen, die Korrektur könnte sich im S&P 500 hier in dem Fall ausweiten, sollten wir unter 1.986 Punkte fallen. Das heißt, die Seitwärtsphase hier, wenn man so will, wird erzeugt durch das Brechen des letzten Jahres- und Allzeithochs, das hier, und der psychologischen 2000-Punkte-Marke. Und da pendeln wir aktuell so ein bisschen hin und her. Dieser Seitwärtscharakter zeigt sich im Übrigen auch im Dow Jones. Momentan hier die Seitwärtsphase untergeordnet zwischen 16.983 und 17.160 Punkten. Nächste Impulse sind zu erwarten, wenn wir die ein oder andere Marke eben bullisch oder bärisch sprechen. CAC 40, der französische DAX, wenn Sie so wollen, steht hier vor einem interessanten Ausbruchslevel. Aktuell konsolidiert der im untergeordneten Chart hier M30 in dem Fall in einer bullischen Flagge in einem intakten Aufwärtstrend. Würde hier dafür sprechen, da die bullische Flagge tendenziell verlässliche Signale liefert, über 4.400 Punkte. Korrektiver sollte es werden unter 4.335 Punkten, dann mit Kursziel auf erstes Gap Close bei 4.250 bzw. zweites Gap Close bei 4.200 Punkten. Der Marktbreite Russell 2000, weiterhin übergeordnetes und untergeordnetes aufwärtsgerichtetes Marktmuster, was hier immer noch intakt ist. Aktuell hier der Durchbruchspunkt 2 im untergeordneten Trend der übergeordneten Bewegung. 1.180 Punkte sind hier zu nennen. Wenn diese fallen sollten, dann sollten wir hier auch die 1.206er Marke nennen. Das sind nur, sage ich mal, 27 Pünktchen. Man muss aber auch bedenken, dass diese 27 Punkte bei einem Punktestand, Index-Punktestand von 1.200 stattfinden. Also die 27 Punkte sind natürlich viel mehr wert, prozentual gesehen, als zum Beispiel 27 Punkte im DAX. Das ist klar, weil die Bezugsgröße eine andere ist. UK 100, noch der letzte Index für heute, untergeordneter Durchbruchspunkt 6.834 Punkte, übergeordneter Durchbruchspunkt, ganz klar hier die 6.900er Marke, die würde durchaus einen Rallye-Schub
bewirken. Kommen wir auf den Euro-US-Dollar zu sprechen. Wenig Bewegung, da tut sich heute nichts. Weiterhin Short, übergeordnet wie untergeordnet. Aktuell läuft eine kleine Konsolidierung im kleinen Trend hier an. Weitere Short-Marken liegen so im Bereich der 1,3130 bzw. 1,3170 US-Dollar pro Euro. Während der jetzigen Situation würde ich auch im Prinzip sehr eng stoppen, was das angeht, denn wir sind auf dem Tageschart schon sehr weit in der Bewegung. Das war letztendlich das, was ich Ihnen hier zeigen wollte. Wenn wir das mal einfach mal messen, dann sind diese Bewegungen, falls man von der Symmetrie ausgeht, im Schnitt etwa 350, 300 Pips lang. Und wenn wir jetzt gucken, wir sind bei 320 Pips, nähern uns auch hier einem wichtigen, zumindest kurzfristigen Unterstützungsbereich, dann sollte man sich darauf zumindest gefasst machen, dass spätestens bei der 1,31er Marke eine kleine Long-Korrektur ermöglicht wird. Sollte die 1,31er fallen, muss man von einer Bewegungsbeschleunigung ausgehen und dann haben wir die unteren Kursziele im Bereich der 1,2985 bzw. 1,2770 US-Dollar pro Euro. Erholungen gehen vermutlich maximal bis in den Bereich von 1,30, 1,3330 US-Dollar pro Euro. Das habe ich hier noch aufgeschrieben. US-Dollar, Schweizer Franken, der gegenkorrelierte Paar, genau, hat hier das letzte Hoch gebrochen. Auch hier weiterhin bullisch. Das heißt, solange der US-Dollar, Schweizer Franken auch keine Trendwende ausbildet, solange wird es natürlich auch schwierig für den Euro da zu drehen. Also man sollte, falls man auf eine Long-Korrektur im Euro setzt, auch den US-Dollar, Schweizer Franken im Blick haben, denn der sollte dann hier short gehen. Und erst wenn er das macht, bestätigt er die Long-Tendenz im Euro, die mögliche Long-Tendenz im Euro. Kommen wir noch zu zwei interessanten Werten zu Australisch-Dollar, Schweizer Franken, genau. Da wollte ich eigentlich nur das Trade-Update geben. Hier hat man eine Long-Position aufgebaut über 0,8570. Gut, tut sie nicht viel, ja, 17 Pips, aber die Tendenz ist weiterhin steigend. Trend bestätigend sollte dann der Bruch der Marke von konkret 0,8590 hier weiterhin sein. Und Stop-Loss kann aktuell noch nicht angehoben werden. Es gibt eine Risiko-Stop-Loss-Anhebung. Das ist ja jetzt leicht widersprüchlich, aber man erhöht eben das Risiko, ausgestoppt zu werden, wenn man den Stop-Loss etwas nachzieht und man hier letztendlich unter das kurzfristige Ausbruchstief geht. Das heißt, man könnte jetzt schon nachziehen auf 0,8555. Auf der anderen Seite hat sich der Trade vom Chance-Risiko-Verhältnis noch nicht gelohnt und daher gilt es hier leider noch, den Stop-Loss da zu lassen, wo er ist. Denn sonst geht man hier, wie gesagt, hätte man im Prinzip die doppelte Menge an Stop-Loss riskiert, als die man hätte gewinnen können. Und das geht langfristig nicht gut. Das heißt, das Nachziehen vom Stop-Loss technisch möglich, ja, aber wäre nicht gut hinsichtlich unseres Chance-Risiko-Verhältnisses. Britisch Pfund, Kanadisch Dollar, sehr interessant. Letzter Basiswert für heute auf dem Tageschart. Hat hier die Seitwärtsphase ausgelöst nach unten hin. Sehr lange pendelte er ja hier zwischen 1,81 und 1,87 grob. Und jetzt haben wir hier noch ein Zwischentief, das genau bei 1, machen wir es ganz exakt. Wenn wir es schon exakt machen, dann auch exakt. Deswegen heißt es ja auch exakt. So, 1,7948, hier die untere Marke, bricht die. Gehen wir davon aus, dass wir einen deutlichen Sell-Off sehen sollten, weil dann wäre auch aus meiner Sicht der übergeordnete Aufwärtstrend gebrochen. Und letztendlich gilt das noch fast als bullische Flagge, eben nur fast. Sollte er, wie gesagt, die 1,7948 brechen, dann könnte sich hier eine deutliche Korrektur anbahnen. Wir können ja mal kurz gucken, wo die wichtigsten EMAs aus den übergeordneten Zeiteinheiten liegen. Sicherlich hier kommen nochmal die 50er, die liegt dann letztendlich aber schon 150 Pips entfernt. Das heißt, auch da hätte man durchaus Spielraum. Aktuell wird es, wie gesagt, hier kurzfristig zumindest interessant bei der 1,4948. Das war's von meiner Stelle aus. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Ich sage wie immer, good trades. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.